Willkommen zurück, Leute, zu World of Warcraft Legion mit unserer Alexiel hier beim Schattenwandler. Ich hatte hier vorne noch die Quest stehen von den Dungeons. Das war dusselig. Wir konzentrieren uns natürlich im Moment nur auf das hier. Guy war eine Schattenwandler. Ihr seid mutig, hierher zu kommen, Jägerin, aber ihr seid vielleicht zu spät. All unsere Druiden sind entweder tot oder sind verrückt geworden. Dennoch, eure Geschichte ist faszinierend. Und wenn das, was ihr sagt, wahr ist, dann muss Knorre das Herz des Waldes bald bekommen oder Eschental wird vergehen. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen helfen wir denen, indem wir hier die irrsinnigen Druiden töten und indem wir das Herz des Waldes beschafft. Es liegt tief unten im Grabhügel von Dordanil, verdorben von der Horde. Nur Knorre kann es reinigen. Um es vom Fleck zu bewegen, braucht ihr jedoch eine Kraft der Natur. Wenn ihr ausreichend meine Erdgeister von den abtrünnigen Druiden und bewahren einsammelt, können die Erdgeister zu einer Kraft der Natur vereint werden. Viel Glück, Alexiel. Ja, dann wollen wir mal sammeln von denen. Ah ja, okay, wir sammeln von denen jetzt was ein. Was? Hatte sie gesagt? Weiß ich nicht. Wir haben hier jede Menge Feinde. Das sollte nicht lange dauern. Wieso sehe ich nicht, dass hier was gezählt wird? Oh, ich habe ja aber auch viel gerumpelt. Ich muss mal ein bisschen aufräumen hier. Ich habe weg ganz mit dem ganzen Kram. Das ist auch nicht so. Was ist das hier? Schmutzverkrustetes Objekt. Die Milch brauche ich jetzt eigentlich auch gerade nicht so. Was habe ich hier noch? Das ist der Leinenstoff. Ach, der gute Leinenstoff. Ja, den brauchen wir ja hier für die erste Hilfe. Das können wir auch noch mal eben nebenbei erstellen. Den Seidenstoff. Und was ist das hier? Das ist der Leinenverband. Okay, haben wir erstellt. Eigentlich brauchen wir gar nicht davon so viel. Huch, weg ist es. Ja, okay. Was ist mit den schleibigen Viechern? Die haben hier auch irgendwas. Aha. Ich weiß nicht, was sie gerade gesagt hat. Wir brauchen auf jeden Fall auch noch das Herz. Und die haben jetzt alle so eine komische Kiste. Das ist ja witzig. Hörst du mal auf, mich anzugreifen hier, mein Freund? Kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, eigentlich müssten wir ja langsam genug davon. Irrsinnige Druiden. Aber wir sollen hier einen ganz bestimmten. Ich laufe hier auch irgendwie ganz falsch. Naja, nicht ganz falsch, aber muss ein bisschen mehr da vorne hin. Ich glaube, der ist da oben in dem Höhleneingangsdingens. Da müssen wir, glaube ich, nochmal hin. Und hier geht's nicht lang, also gehe ich den Hauptweg wieder nach oben. Oh, ey. Oder? Ja, doch. Ja, ja, lass mich in Ruhe, du schleimiges Dingsbums. So, ist der da drinne oder? Oder wo soll der sein? Ist der hier irgendwo? Oder ist der einfach nur da drunter? Ich glaube, der ist da drinne. Ich glaube, das ist alles hier drinne. Ja. Das könnte gut sein. Ach, er hat mich gar nicht bemerkt, hier der eine, oder? Na gut. Hallo. Hallo. Das sind hier einfach nicht die, die wir eigentlich töten sollen. Dass wir schon so stark sind. Weil hier echt viele Gegner sind, finde ich. Hier, der sieht doch gut aus. Tanel. Das war er. Da war nicht gut Kirschen essen. Haben wir ein bisschen Silber bekommen von dem. Okay. So eine Höhle hatten wir doch auch schon mal ganz am Anfang. Die sehen ja hier echt alle gleich aus. So, wo geht's jetzt hin? Zeigen die uns mal wieder hier den Pfad. Wir hatten doch mal dieses... Guck mal, hier sind doch so grüne Punkte. Zeigt mir das an? Soll das eine Hilfe sein? Wahrscheinlich. So. Okay, ich gehe weiter hier den Weg entlang. Nehmen wir erstmal den einen und dann den anderen. Wir sind schneller. Da, das war der zweite. Hallo, mein Name ist Uti. Wir werden so gerne Freunde sein, sobald ihr erst einmal tot seid. Oder sobald du tot bist, mein Lieber. Das kann ja auch anders rumlaufen, ne?
Ja. So, hier geht's jetzt lang. Weh, die grünen Punkte zeigen mir jetzt nicht, wo der andere ist. Oh, was ist denn das für ein Ding da oben? Was ist das? Das ist das Herz, ne? Ja, benötigt Kraft der Natur. Ja, muss ich dafür erstmal ihn hier töten? Wo ist er denn? Ach, da. Da muss ich nochmal lang. Der ist da ganz oben wahrscheinlich. Machen wir erstmal alle platt hier und dann... Hier. Hallo. Ihr werdet es so nett und warm mit uns hier haben und das für immer, schönes Wesen. Danke fürs Kompliment, du. Nein, das war nicht schlau. Ich dachte, ich könnte dahin springen. Ah, und jetzt Mimi. Na gut. Muki, Balthasar, kommt ihr mir entgegen? So, jetzt brauche ich die Kraft der Natur. Das mache ich wie? Ingenieurkunst. Das bringt mir tatsächlich nicht so viel. Wo ist denn jetzt hier der ganze Kram, was ich eingesammelt habe? Wie kann ich das jetzt benutzen? Kannst du mich in Ruhe bitte lesen lassen hier? Reduzierende Fallgeschwindigkeit. Nein, natürlich nicht. Das ist noch von dem Dungeon, wo ich zu dumm mit dem Fallschirm war. Wie mache ich das denn jetzt? Ihr müsst es herzweise in jeden Fall Knorr bringen. Es liegt tief unten im Grab von einem Phänomen von der Hordung. Von Flexman braucht ihr jedoch eine Kraft der Natur. Wenn ihr euch ausreichend reine Erdgeister von den abtrünnigen Druiden bewahren einsammeln, könnten die Erdgeister zu einer Kraft der Natur vereint werden. Aber ich habe doch schon ganz viel von denen eingesammelt. Habe ich noch nicht genug von denen? Oder wie sieht es jetzt aus hier? Ja, ich weiß schon wieder nicht, was ich machen soll. Welche sind denn das hier? Da, vereint 7 reine Erdgeister. So. Das müsste doch... Müsste das nicht gehen? Doch, das geht. Hallo? Doch, wunderbar. Hat gereicht. Okay, ich dachte schon, ich habe das jetzt irgendwie wieder nicht eingesammelt oder so. Ja, und jetzt? Wo lang? Hier lang? Hier lang. Hoffentlich. Schnell, schnell. Wieder zurück. Ja. Alles wunderbar. Wir werden aber auch hier... bin mir gerade nicht sicher, ob ich richtig laufe, ey. Die irrsinnigen Druiden. Bin ich jetzt richtig gelaufen? Das ist so verwirrend hier. Komm, das sieht doch gut aus hier. Bloß weg hier. Ich kann auch schon wieder sprinten, das ist gut. Es dauert ja ewig hier. Mann, das ist schon wieder hier. Jetzt bin ich schon wieder hier bei dem. Wie kann denn das sein? Oh, ich verirre mich hier. Oh, ich drehe am Rad. Och, Leute. Geht's da weiter? Hey, ich bin doch den grünen Punkten gefolgt, aber das war ja auch nicht richtig. Bin ich irgendwie im Kreis gelaufen oder so? Oh, Mann. Hier, grüne Punkte. Oh, ich mache jetzt einen Cut, wenn ich aus der Höhle draußen bin. Dann gebe ich den Quest ab, bis gleich. Endlich aus der Höhle draußen. Könnt ihr jetzt den Quest abgeben? Ruht in Frieden, meine Freunde. Ihr könnt den Schmerz in den Katzenaugen des Druiden sehen. Ich fühlte, dass die Pein der Grabhügel von Dor Daniel danach ließ und wusste, dass ihr euren Auftrag erfüllt hattet. Was ihr tun musstet, war grausam, Alexiel, denn die Geister, die ihr vernichten solltet, waren doch nur unschuldige Opfer der Bösartigkeit der Horde. Hoffen wir, dass euch die anderen wahnsinnigen Geister endlich Ruhe finden, da sie jetzt vernichtet sind. Okay. Wir müssen der Korruption, die das gesamte Eschental durchdringt, ein Ende bereiten. Ja, das sehe ich auch so. Wo geht's jetzt hin? Ich reite geschwind dahin zum Herz des Waldes zu Knorre. Wenn wir bei Knorre sind, geben wir ihm sein wunderschönes Herz wieder. Er wird sich sicherlich freuen. Bis gleich.
Tja, zurück bei Knorr Alexiel, ihr seid zurückgekehrt. Das Herz des Waldes, bitteschön, das Herz des Waldes, es ist verdorben. Das große Urton knarrt, als seine gigantischen Gliedmaßen damit beginnen, ein Ritual durchzuführen. Bleib zurück, Alexiel, ich werde versuchen, das Herz zu reinigen, bevor alles verloren ist. Okay. Trete zurück, Alexiel, ich muss das Herz des Waldes läutern. Wir treten zurück. Voll cool, so erläutert das jetzt. Geschafft? Hier, das Herz des Waldes ist nun gesäubert. Seine Kräfte werden das Eschental erneut regenerieren. Wir werden für immer an eurer Schuld stehen, Wesen. Ja, ich drehe mich mal zu dir um, weil du redest irgendwie mit dem Rücken zu mir. Ich finde das nicht so nett. Ja, fertig? Der Wald singt von der keimenden Veränderung, doch er schreit auch vor Schmerzen. Unsere neuen Freunde, die Draenei, sind hier, um uns zu helfen, so wie ihr. Wir müssen der Zerstörung meiner Geschwisterbäume ein Ende machen, bevor alles verloren ist und Eschental untergegangen ist. Jawohl, sehe ich genauso. Aber was machen wir als nächstes? Die Naru haben uns nicht vergessen. Hier haben wir auf jeden Fall noch Quest. Spürte das Böse, das uns von allen Seiten umgibt, Jägerin. Bei der Hand, es muss vernichtet werden. Die Dämonen zerstören unsere Heimat, Argus. Ich werde ihre Anwesenheit in Azeroth, unserer neuen Heimat, nicht dulden. Zerstört die Legion. Ich werde ihre Existenz in dieser Welt nicht dulden. Die brennende Legion hat unser Volk so gut wie zerstört. Und wir haben uns zurückgezogen, um in einer neuen Welt eine neue Heimat zu erschaffen. Dann kehrten sie zurück und wir haben uns erneut zurückgezogen. Wieder und wieder. Nicht länger. Im Süden und im Westen befinden sich noch Überreste der Legion. Die Regionen heißen Dämonenhügel, Dämonensturz und Dämonenstieg. Das ist von der Streitmacht, die einst in diese Welt einfiel, noch übrig. Geht und vernichtet so viele von ihnen wie möglich, bevor es zu spät ist. Aber natürlich. Ich bin geehrt. Und auch hier haben wir noch etwas. Tut gut, hier draußen ein neues Gesicht zu sehen. Wir schaffen es gerade so durchzuhalten und die Zahl der Feinde ist groß. Wir sind umgeben von Kräften, die nach unserer Zerstörung streben. Sie ertönen im Norden, die Orks vom Holzfällerlager im Osten und die Dämonen des Dämonen werden diesen Ort zurückerobern, auch wenn wir dabei unsere Leben lassen müssen. Und es hier so sieht so aus, als ob genau das geschieht. So, was sollen wir machen? Tötet Vorarbeiter Gortag und 12 weitere beliebige Mitglieder der Horde im Holzfällerlager des Kriegshündenklangs. Ja, okay. Werden wir tun, werde ich tun mit einem Cut, selbstverständlich. Werde ich beides erledigen und dann sehen wir uns gleich wieder und geben den Schmuh ab. Die haben dann bestimmt noch mehr für uns. Ich mache das alles natürlich, damit wir in weitere Gebiete kommen, von Ort zu Ort, wie es sein soll. Bis dann. Oder gleich, eher besser gesagt. So, weiter geht es hier im Quest. Jetzt können wir den ganzen Kram wieder abgeben. Ein neues Outfit habe ich auch an, voll sommerlich gestaltet und komischerweise läuft da hinten unsere Schwester herum, die genauso aussieht wie wir, ganz zufällig. Hat sie auch so ein grünes Outfit an, aber sie hat eine coole Tätowierung und ganz anderen Kram für die Brust und so, während wir noch hier so rumleppern mit den Klamotten, die eben zur Verfügung sind. Aber ich hatte schon wieder Lust auf was anderes. So, Verteidiger wieder. Das Ende der Legion rückt näher. Rückt näher. Ihr habt meinen Respekt und meinen Dank, Jägerin. Vielleicht können wir jetzt hier eine neue Heimat schaffen, ohne uns um die brennende Legion Sorgen machen zu müssen. Gute Gesundheit, langes Leben. Schildwache Lucielle Sternwisper. Wie darf ich helfen? Endlich haben wir ein Zeichen gesetzt, das die Orks nicht ignorieren können. Jeder Vorarbeiter oder Großknecht, der einen Fuß in das Lager setzt, um Gorthak zu ersetzen, wird meinen Zorn zu spüren bekommen. Wir müssen unseren Vorteil ausnutzen, Alexiel, und nicht ruhen, bevor das Holzfällerlager des Kriegshymnen-Clans nicht mehr als eine weltweit entfernte Erinnerung ist und junge Bäume ihre Wurzeln in diesen Boden schlagen. Was sagtet ihr noch gerade über den Sprengstoff? Ich hasse es, euch wieder dorthin zurückzuschicken, aber eurer Beschreibung entnehme ich, dass wir es nicht zulassen dürfen, dass sie den ganzen Sprengstoff verwenden, den sie gelagert haben. Es ist zu gefährlich für euch, ihn einfach so zu zerstören. Aber wenn ihr einen der Schredder stehlen könntet, bin ich mir sicher, dass er robust genug ist, den Explosionen standzuhalten. Nachdem ihr den Sprengstoff vernichtet habt, kehrt mit dem Schredder wieder hierher zurück. Es wäre närrisch, ihn wieder der Horde zu überlassen. Viel Glück. Ja, das stimmt. Das mache ich dann da. Erstmal gehen wir da zurück. Hin, die Ding, auf so einem coolen weißen Greif. Hallo. Hui, hui, hui. So, und dann können wir hier... Ich muss näher ran. Die Dinger hier, was mache ich denn jetzt mit denen? Sprengt eine Horde zerstört, kriegen wir einen Schredder zurück. Ja, wie mache ich das alles? Achso, kann ich da... Benötigt Schredderklinge. Muss ich die... Hätte ich die da hinten... Nee, wir müssen die bestimmt von denen nehmen. Oder so? Oder wie? Nee.
Ich bin außer Reichweite. Hätte ich das da vorne jetzt machen müssen? Nee, ich soll den ja zurückbringen. Oder soll ich den da nehmen und dann da wieder zurückbringen? Ich habe das so verstanden, dass ich das von den Gegnern nehmen soll oder so. Ich gehe da nochmal hin. Vielleicht ist der da vorne. Nimm blauen Kreisel, Deisel. Habt ihr den hier irgendwie gelagert oder so? Hallo? Hallo. Zeit läuft uns davon. Ja. Ihr habt ja nicht so ein Schredder-Dingens, ne? Oder wie oder was? Oder bin ich bekloppt? Ja, da ist irgendwie, ja, nachdem ihr den Sprengstoff vernichtet habt, kennt. Nee, warte. Erstmal will ich das Ding haben. Wenn der Schredder stehen könnte, bin ich mir sicher, dass er robust genug ist, den Explosionen stand soll. Also soll ich den doch erstmal stehlen, dann war das doch richtig gedacht. Oh Mann. Die leuchten doch auch. Das ist zu weit entfernt. Ich muss irgendwie, vielleicht hat ihn doch irgendeiner. Oder hier, da. Der grün leuchtende, das ist das, was wichtig ist. Und da kann ich dann einfach draufspringen. Schredder des Kriegshundenklans. Okay, und damit zerstöre ich jetzt einfach dann deren Zeug. Nee? Das merken die gar nicht. Ich bin außer Reichweite. So, zerstört. Oh, das funktioniert doch super. Hallo? Nein. Hallo. Ich muss näher ran. Oh nein, jetzt brauche ich wieder einen neuen. Ach, so läuft das hier. Verstehe. Na gut. Wo ist jetzt wieder einer? Da oben ist einer. Kriegen wir aber hin? So. Drei von acht. Und jetzt muss ich gleich wieder runter, ne? Komm. Mach den auch noch platt, dann haben wir den auch. Sechs von acht. Okay. Noch läuft das hier. Drängeln. Okay. Sieben von acht. Okay, der bemerkt mich hier. Habe ich das Fass da vorne nicht auch schon längst 100 Mal gemacht? Taucht immer wieder auf. Irgendwie. Komm, mach den mal. Das ist zu weit entfernt. Geht doch 8 von 8. So, jetzt bringen wir den zurück. Und freuen uns einen Keks hier. Wir kommen. Gewatschelt. Hallo. Zurückgebracht. So, wunderbar. Was sagst du jetzt dazu? Was führt euch hierher? Ich habe die Explosion bis hierher sehen können. Diesen widerwärtigen Orks und ihre Goblin-Lakaien wird es nun schwerfallen, den Wald weiter zu zerstören. Wir konnten euch nicht genug danken, Alexiel. Bitte nehmt dies. Die Göttin schütze euch. Was haben wir bekommen? Irgendwas Cooles? Nö. Nichts, was wir brauchen anscheinend. Ach, aber 761 Erfahrung haben wir bekommen. Das ist ja auch schon was. So, ja, warte mal, jetzt muss ich mich mal wieder hier auf, dass ich aufnehme, stellen. Das wissen sonst die Leute nicht. Was möchte ich denn jetzt? Ich meine, jetzt haben wir das hier erledigt wieder und nun... Ja. Mögen eure Tage lang und eure Mühe. Ja, alles Suchi jetzt hier in dem Gebiet oder was? Alle freuen sich jetzt. Was sagt Knorre? Ist er jetzt zufrieden mit allem? Ah, Knorre! Helfen die Drenei, die helfen uns. Ja. Okay. Elun sei mit euch. Ja, Elun. Elun. Wenn die das sagen, dann heißt es Elun. Irgendwas muss man ja hier wohl weiter tun können. Ich schau mal, wo es uns weiter hinführt. Bis gleich. So, ich habe einen Quest gefunden gehabt, den wir noch nicht gemacht haben. Und der lautet Eluns Kelch.
Und zwar heißt es von jemandem, das Gebiet westlich von hier, das nun Satana heißt, war einst ein bedeutender Schrein meines Volkes. Dort befand sich ein Relikt von unschätzbarem Wert, Eluns Kelch, der den Hütern des Schreins von den Priestern Eluns anvertraut wurde. Einst reisten Pilger zu dem Schrein, um die heilenden Kräfte, die dem Kelch nachgesagt wurden, am eigenen Leib zu erfahren. Vielleicht sind diese Geschichten nur am Märchen, aber wenn nur ein Körnchen Wahrheit in ihnen steckt, könnte der Kelch vielleicht der Schlüssel zur Wiederherstellung unseres leidenden Waldes sein. Ich muss es wissen, Alexiel. Und irgendwo hier soll jetzt der Kelch sein. Ich frage mich, ob ich irgendwo da rein muss ins Gebäude oder ans Gebäude ran oder ob den hier jemand fallen lässt oder. Ich bin doch hier richtig. Oder nicht? Ach, da ist er ja. So, wir haben ihn. Das ist natürlich sehr gut. Zugleich gibt es hier auch noch ein Grabungsgebiet, wenn ich mich nicht täusche. Das ist ja hier unser... das können wir hier nicht verwenden. Warte, da bin ich noch nicht ganz richtig. Warte mal, ich schwinge mich mal hier auf meinen Dämmersäbler. Ich glaube, da müssen wir da dahinter irgendwie ins Gebiet. Nee, lass mich mal in Ruhe hier, du Typ. Da müssen wir eher hin. Und dann müssten wir eigentlich gleich in dieses Gebiet kommen. Den Kelch haben wir ja jetzt. Hier so. Jetzt bin ich richtig. Das Fernrohr zur Ausgrabung, weil wir auch Archäologie nebenbei machen, sagt uns, wo wir lang sollen. Der arme Hirsch, den wollte ich eigentlich gar nicht töten. Hier nochmal graben. Grab mal ein bisschen. Wir sollen immer noch weiter da lang. Bisschen schneller. Husch, husch. So, jetzt sind wir schon besser dran. Komm. Gut hier. Sehr schön. Warten wir, bis es leuchtet. So haben wir es auch damals gemacht beim Geist von Eschero. Und zack, haben wir ein Artefakt gefunden. Sehr schön. So mache ich das jetzt natürlich weiter hier. Bis ich alles habe. Na komm, jetzt. Das ist doch easy peasy. Müssen wir aber nicht zusammen machen. Ich mache eben wieder einen Cut und dann geben wir zusammen den Quest ab, obwohl da vorne ist es ja schon. Und dann mache ich den Cut für den nächsten Part. Und ja. Macht die Ausgrabung zu Ende. Könnt ihr ihn fühlen, Alexei, den Hauch von Verderbnis im Wind? Wenn wir nichts tun, wird er noch stärker werden. Deshalb suche ich Eluns Kelch. Konntet ihr ihn finden? Ja. Ausgezeichnete Arbeit, Alexei ist schlumm, hat eine deutliche Macht in ihm, die nicht einmal die Verderbnis der Saturn trüben kann. Seht ihr, wie er immer noch glänzt nach all den Jahren? Okay, cool, aber... Seid gegrüßt. Tut gut, wieder die Stimmen anderer hier in Waldeslied zu hören. Ich fürchte schon, ich sei der Letzte der Kaldorei, der diese Länder jemals zu Gesicht bekommt, bevor auch sie der Verderbnis anheimfallen. Leg okay, wohl. Ich muss zusehen, wo es überhaupt mit den nächsten Quests weitergeht, ob hier noch welche sind oder ganz woanders. Das erfahren wir im nächsten Part. Ich mache eben die Ausgrabung zu Ende, damit wir auch in der Archäologie besser werden. Und freue mich, wenn ihr beim nächsten Part dabei seid. Bis dann. Tschüss.